Hallöchen, liebe, und herzlich willkommen zu unserer nächsten Bustour. Wir hatten gerade noch ein paar Startschwierigkeiten, weil der Bus nicht starten wollte. Yannick hat einen wunderschönen neuen Bus wieder bereit gemacht für heute. Und wir gucken mal, wie die Tour wird und über was für Themen wir so talken. Bin mal gespannt, ja. Wir haben ja wie immer, ne, Busfahren ist bei uns immer, wie wir gesagt haben, so Talkrunden geworden, ne? Ja, irgendwie schon. Das ist so, weiß ich nicht, so Busfahrer-Podcast oder sowas, ja, keine so Ahnung. Deep Talk-Bustour. Das ist schon, ja, da hat sich halt einfach dahin entwickelt, ne? Ja, vor allem auch so, wie du schon sagst, es ist einfach da so hingegangen, ne? Also wir haben es ja gar nicht beabsichtigt oder so, sondern irgendwie auf einmal, wow, war das so. So, Tür war dies da. Hallo. Hallo, ich will aufstehen. Perfekte Halteposition. Zu spät? Ja, okay, wir haben ein bisschen lange gebraucht. Das ist wir haben ein bisschen lange gebraucht, den Bus anzukriegen. Ja. Das war das Problem. Der Bus macht jetzt sich schon wieder. Hallo, ich bin ja, der neue Bus ist super geil, ich weiß. Ach, was hat's? Hat die gesagt, oder was? Ja. Hey, was hat die denn? Warte mal, kann das sein, dass du eine Rampe runter machen musst? Möglich, warte. Habe ich? Hallo. Ach, jetzt zeig es an, sehr witzig. Achso, ja, die kommt nicht wegen dem Bus zu spät, sondern weil sie ihre Haare waschen musste. Ja. Aber man muss Prioritäten setzen. Ja, ist aber nett, dass du sagst, dass nicht wir schuld sind. Ja, das stimmt natürlich schon. Leute, zu dem ganzen Thema, wenn ihr da, das klingt jetzt lustig, wenn ihr da Themen habt, ne, schreibt die gerne unten in die Kommentare, worüber wir so reden sollen. Ja, auf jeden Fall. Aber soll ich dir was sagen? Er fährt wieder nicht. Es ist wieder das gleiche Symbol. What? So, das ist alles. Er macht es oben. Sowohl die, angeblich wäre die Rampe noch unten. Ja, die ist auch noch unten. Okay. So, jetzt musst du jetzt fahren. Das ist ja... Okay, dann lag vielleicht... Ja, das Problem ist, sonst ist der Schalter umgeklappt geblieben. Und da habe ich immer drauf geachtet. Ah, okay. Und ja, jetzt muss ich ihn anscheinend nur Ich fliege nicht gerne. Ich bleibe lieber auf dem Boden. Wow, was... Ich bin auch lieber auf dem Boden. Hingeblieben bin. Oder vor der Laterne. Hey, wo hänge ich denn? Ja, rechts an der Laterne. Oh, wow. Boah, ich hänge auch, glaube ich, richtig gut, ne? Nee, du hast, glaube ich, direkt ein Auto hinter dir, oder? Nee, hast auch. Oh nein, das wollte ich nicht. Jetzt bin ich überfordert. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gemacht, ne? Ganz ruhig, alles ganz ruhig. Ja, hier ist eine Tür auf. Ich wollte sagen, jetzt habe ich alles, was geht. Die Latüchte macht unsere Tür das kaputt. Da. Ja, setzen Sie mal ein bisschen zurück. Jawohl. So, jetzt ein bisschen gerade lenken. Vor allem gerade lenken. Ist wieder, ne? Und jetzt rechts rum. Ich wollte sagen, das ist halt wieder bei mir mit Taste. Ja, ich weiß nicht, das war, glaube ich. Du musst umdrehen. Ja, das hat dich, warum auch immer, auf die falsche Fahrbahn gezeigt. Hä? Oh mein Gott. Ja, das Problem ist, ich drücke die ganze Zeit auf meine Bremse und meine Bremse ist ja auf meiner Tastatur. Oh nee. Das habe ich eben nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Geht also wieder nicht, oder was? Nee, es ging bei mir ja gefühlt noch nie. Also ich muss mit Lenkrad, Maus und Tastatur spielen. Ich meine, ich müsste wahrscheinlich nur in die Einstellung mal rein und das wirklich alles richtig machen. Ja, tschüss, ne? Ich bin nicht weit. Hier sind nur keine Leute mehr. Ja, das Problem ist, du musst immer noch umdrehen. Er zeigt mir aber hier an. Bist du weg? Nee, doch. Ja, doch. Ich würde sagen, ich warte. So wolltest du... Ja, er zeigt mir die Tour hier lang. Echt? An. Ja. Aber guck mal auf die andere Seite, die Bushaltestelle. Das ist die, wo du gerade warst und die Leute eingeladen hast. Das kann sein. Ja. Das heißt, du musst jetzt einfach 180 Grad drehen und dann nochmal um die Kurve rum, wo du Aua gemacht hast. Das ist sehr merkwürdig hier. Dankeschön. Bitteschön. Ich will closen. Perfekt. Das ist ja mal super merkwürdig. So, hier müssen wir warten. Wie hast du... Ah, du fährst jetzt einfach dem Weg nach, der da noch ist, oder was? Ja, ich folge dem jetzt halt einfach mal. Okay. Mal gucken, wo wir ankommen. Ich bin gespannt.
Wenn wir hier endlich mal fahren dürfen. Okay. Ich glaube, es wird. Muschu hupen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich kann es halt gerade nicht sehen, weshalb sie stehen. Oh, ich wollte gerade sagen, ich fahre jetzt einfach. Oh. Achtung! Fahr einfach ich durch. Will auch noch fahren. So. Ich fahre jetzt. Ja, ist Zeit ist richtig, Geld. Ist wir haben keine Zeit. Geld auch nicht. Deswegen müssen wir fahren. Und zwar schnell. Zur Ausstellung in der Kathedrale. Was für eine Kathedrale? Ich habe verstanden, Thor läuft heute Abend in der Kathedrale. Ich glaube, das oh. war es aber nicht. Ich glaube, Thor ist nicht in der Kathedrale. Thor ist woanders. Irgendeine Ausstellung läuft da. Ah, okay. Vielleicht die Ausstellung über Thor. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Ganz viele Hämmerquist. Ja. Ja. Du machst das doch richtig gut. Ich weiß gar nicht, was du hast, Mann. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Andere schneiden wir raus aus dem Video, ne? Ja, natürlich, natürlich. Das schneiden wir alles raus. Sagen. Ich will meinen Mann dazu überreden, Winter der Leidenschaft mit mir zu schauen. Der arme Kerl. Woher willst du das denn wissen? Hast du Winter der Leidenschaft jetzt schon mal gesehen? Vielleicht wird es ja dem Mann gefallen, der weiß es nur noch nicht. Was ist dieses Winter der Leidenschaft? Okay, ich Aufgabe fürs nächste Mal bis dahin gegoogelt haben. Ja, ob es das wirklich gibt, ne? Ob es dafür irgendetwas gibt, was man damit so in Verbindung setzen kann. Okay, ja doch, du bist jetzt richtig. Weil hier ist niemand. Oh ja. Achso, nee, warte mal, das ist die Endhaltestelle. Hier musst du durchfahren. So, ich würde sagen, eigentlich müsste sie rüberlaufen dürfen können, aber wir sind schon ein bisschen sehr im Zeitverzug. Ach, kein Problem. 4 Minuten. Mach's. Yeah. Das also ist noch jegliche, im Rahmen. Ja, jeglicher Anschluss ist auch schon weg. Manch einer denkt sich so, wäre ich zu Fuß gegangen, wäre ich schneller gewesen. Ach nee, die sind eigentlich noch ganz entspannt hier hinten. Wie das aussieht. Naja. Ja, doch. Die sind noch. Sind noch mit dem Winter der Leidenschaft beschäftigt. Hey. Ja, guck mal. Hey, da sind Gäste. Endlich! Menschen! Yeah. Ja, hallo. Wir sind da. Juhu. Oh, der macht sogar ein Foto vom Bus. Ja, ist ein schöner Bus. Super schöner Bus. Hallo, hallo. Zeigen wir euch auch noch. So. Student, einfach abkassiert. Guck mal, dich muss ich auch noch abkassieren. Ach, siehst du? Okay. So. Ja. Student, das da. Alles super. Opa, noch einer. Okay, perfekt. Noch ein Senior. Ja, mit grünem Hut. Jo. Patrick. Pop. Wow. Und jetzt darf ich auch fahren. Das ist sehr gut. Darfst du? Ja! Ja, Mann! Mega! Ohne irgendwelchen Symbole, die mich aufhalten wollen. Die fahren hier nirgendwo hin. Oh, oh, oh. Ui, Oh, was? Ich habe nichts berührt. Nein. Doch, hast du jetzt habe ich irgendwas von berührt. Sonnstein in der neuen Vorschau für Winter der Leidenschaft erkannt. Was habe ich erkannt? Irgendwas mit Vorschau Winter der Leidenschaft. Ja, okay. Ein Wertgegenstand. Irgendwo ist ein Wertgegenstand. Ein Wertgegenstand. Ich suche ihn. Ein Wertgegenstand. Wertgegenstand. Komisch, dass dir das nicht angezeigt wird, ne? Hä? Nächster Halt. Ja. Ah ja, dafür könnte ich den ja jetzt noch mal direkt, ne? Ehrlich. Was? Warum? Wissen Sie, es gibt da so Lämpchen außen am Bus. Wenn man da abbiegen will und die einschaltet, dann wissen die anderen, wo man langfahren will. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Es gibt auch, wow, ich wollte jetzt sagen, Kindlauf. Es gibt auch Zebrastreifen. Da müssen eigentlich Fahrzeuge voranhalten, damit Menschen, die zu Fuß laufen, sicher über die Straße kommen. Ja, das ist richtig. Aber wir sind hier... Ich meine, ja, wir sind in einem Simulator. Wir können uns dementsprechend. Ja, da bleibst du jetzt stehen. Ich stecke in der Tür fest. Mann. Hä? Hey? Hallo. Und ich kann den Dings hier nicht bedienen. Echt? Ich kann ihn wirklich nicht bedienen. Nein. Oh Mann, warte. Ah, ja, oder so.
Perfekt. So, jetzt darf ich wieder, oder? Ich darf sich das wegen der Rollstufe. Senior, ich darf es nicht bedienen. Echt nicht? Leute. Warte. Kannst du? Nö. Lol. Hallo, ich will, nicht, ne? Hallo, ich will raus. Warte mal, was? So. Weg. Raus. Weg. Also. Und? Ja, weg. Genau. Weg. So. Weg. Geht jetzt. Verschwinden Sie hier. Oh Mann. Was ist denn heute los? Halt. Ja, weiß, genau. Fahr einfach. Ich darf nicht fahren. Ich hab's mir auch so, weil hier noch alles ist. Rampe? Jawohl. Anfang genau, hast du eine Karte. Ja, wenn du jetzt fährst, dann gehen die gleich weg. Ich brauche eine Fahrkarte. Nee, brauchst du nicht. Fahrkarte, bitte. Oh, Bremse ist auf der Tastatur. Achso, warte mal, die hast du alles schon abkassiert. Ne? Natürlich. Ich durfte ja, ich muss sie ja abkassieren, ich darf's ja. Ich hätte das auch vernünftig gemacht, wenn ich gewollt. Also ich wollte wirklich, ich hab's ja versucht, aber es ging nicht. Versuch dich jetzt nicht auszureden. Oh, das arme Kind! Hä? Bei mir war keins. Das ist dir in die Seite vom Bus gelaufen. Lol, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Das muss ich mir mal in der Aufnahme angucken. Habe ich gar nichts von gesehen gerade. Aber es ist hinter dir in den Bus gelaufen. Es kann schon sein, dass du es nicht gesehen hast. Das ist ja... Okay, wie turbulent möchten Sie es heute haben? Ja. So. Das war so, Bus schon auf Zebrastreifen, Kind rennt davor. Verbindung zum Server verloren. Oh ne, ernsthaft? Oh ja, der Bus ist weg. Ja, lol. Ist der Bus mal weg, ne? Was ist denn jetzt los? Hallo, wo ist mein Bus hin? Ah, ist 2,2 Kilometer von mir entfernt. What the hell? Och, ey, was soll das denn? Wo bist du denn jetzt? Ja, ich sehe dich nicht. Hast du einen Bus? Warte mal, hier unten bist du das da? Wo sind wir denn? Eigentlich? Versuche irgendwie zu dir zu kommen. Ich bin in. Ja, hast du einen Bus? Nee. Was ist das Problem? Oh, ich habe das blöde Gefühl, dass wir die ganze Busfahrt nochmal machen müssen. Ja. Ey, was macht der denn hier? Da war der Bus weg. Es ist ja mal krass. Okay, heute ging irgendwie hier gar nichts richtig, ne? Nee. Muss halt sagen, also ich sag mal, wir nehmen das ja jetzt irgendwo mit Humor. Wenn du ja. Aber, ich sag jetzt mal, wenn das hier jetzt so das Spiel wäre, wo ich sage, ey, ich hab voll Bock drauf, dieses Spiel immer ständig und viel zu spielen und dann hast du, eben warst du 2,2 Kilometer von mir entfernt, jetzt 3,2, okay. Dann kann ich auch verstehen, wenn man dann frustriert ist und sagt, ey, ich habe auf das Spiel mal so überhaupt gar keinen Bock mehr, ne? Ja. Und, ich find's halt nur verrückt, das ist halt... Ich habe irgendwie ganz komische... Es ist halt bis jetzt noch nicht so passiert, deswegen wundere ich mich. Wie hört sich das gerade an, als ob irgendwie ein Flugzeug abhebt? Jetzt bist du hinter mir, okay? Da. Ja, warte, ich bin... Oh Gott, Hilfe. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich komme nicht. Das ist ja mal... Okay, das ist sehr komisch. Sehr, 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 sehr komisch. Dann kann ich dir irgendwie... Ich glaube, ich kann dir so nicht entgegenkommen, ne? Nee, warte. Ich lauf durch eine Wiese. Über eine Wiese. Ja, schon schön hier. Gibt's irgendein Spiel, was du wirklich, ich sag jetzt mal, was du mal total viel und gerne gespielt hast, aber aus, ich sag jetzt mal, Gründen gesagt hast, das war's, ich bin damit durch? Nee, explizit so gesagt haben, ich bin damit durch, nein. Eigentlich nicht. Da ist er. Ist der Bus nicht wunderschön? Also, ist so nee. Beautiful. Habe ich wirklich nicht. Warte. Bitteschön. Jups, dankeschön. Nee, ich wollte sagen, ich mir alles werden. Nein. Ich hab nur. Ja, stimmt, die Route musst du wieder auswählen, glaube ich. Ja. Aber höchstwahrscheinlich müssen wir die jetzt nochmal fahren. Oh, nicht schlimm. Okay.
er sein. Juppie. Auf geht's. Miau. Also ich habe das tatsächlich auch nicht. Ich sag mal so, klar, du hast immer mal wieder Spiele, wo du dann sagst, boah, jetzt habe ich aber gerade keine Lust mehr drauf. Oder andere Spiele, die gefallen mir jetzt gerade doch besser. Mhm. Und dann verliert man so ein bisschen den Blick zu anderen Spielen. Ich habe ein paar Spiele, die habe ich halt immer nur wirklich in einem festen Team gespielt. Und ja, dadurch, dass diese Teams es so nicht mehr gibt und Singleplayer, also was heißt Singleplayer, wenn du halt das dann mit random Leuten spielen musst, anstrengend ist, habe ich die halt auch erstmal so auf der Parkbank. Auch finde ich zum Teil wirklich super schade, weil mir die Spiele wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Aber, ja gut, kannst du dann halt, ich sag's mal in dem Sinne, nicht ändern, ne? Ja, das ist richtig. Also, dass ich sage, ey, das Spiel, das hat mich so, so böse abgefuckt, das spiele ich aus Gründen nicht mehr. Das habe ich tatsächlich nicht. Hier, die Dame hier vorne, die sieht so aus, als hätte sie kein Ticket. Die wirkt sehr verzweifelt und wühlt in ihren Taschen rum. Boah, Alter, das ist... Das war gerade alles ein bisschen viel, Entschuldigung. Ja, wirklich. Oh, die hat eine, okay. Täuschung, nee, die hat keine. Sie hat das angetäuscht. Ich hab die schon abkassiert mit 120 Dollar. Ach so. Ja, dann hat sie wahrscheinlich noch irgendwie geguckt, ob sie noch trotzdem noch Geld hat. Ich war nur gerade ein bisschen verwirrt, dass der Erik hier die ganze Zeit gesprochen hat. Das ich erkenne die Laterne wieder. Hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Diesmal hat das besser geklappt. Oh. Aber ja, natürlich, also das kann ich voll und ganz verstehen, ne? Wenn man da so Spiele hatte, wo man eigentlich immer so mit festen Leuten gespielt hat, das Ganze dann so ein bisschen, ja, mehr oder weniger auseinander geht, dann spielst du das halt eben auch nicht mehr. Es ist, ehrlich, okay, ich habe hier wirklich mit diesen Laternen meine Problemchen. Vor allem, wenn jemand noch auf anderen, wenn ich nicht den Platz habe, Entschuldigung, um zu kommen. Ach so, auf einer Straßenseite. Okay, gut. Ich dachte jetzt hier, du meinst, weil ich hier stehe. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, nee, das, das ist halt so der Grund. Ich meine, da ist, doof gesagt, da geht es jetzt auch nicht darum, dass ich sage, dass ich das nur wieder spielen würde, wenn die Leute so wieder zusammenkommen würden. Das ist es jetzt gar nicht. Also ist jetzt gar nicht, ich sage jetzt mal, mit den einzelnen oder abhängig von den einzelnen Individuen. Sondern einfach, wo ich sage, das sind Spiele, die machen mir eigentlich nur Spaß, wenn ich wirklich ein festes Team habe, wo man dann halt auch so, ich sag jetzt mal, aufbauend das Ganze spielt. Ne? Also man guckt, dass man besser wird, dass man zusammen besser agiert. Ich sag jetzt mal, früher war es halt wirklich richtig krass, da hat man die Runden analysiert. Also ne, man hat die Runden gespielt, da hat man sich zusammengesetzt, über alles gesprochen. Und dann geguckt, was kann man wie wo besser machen. Gegebenenfalls müssen wir doch die Position wechseln und all solche Geschichten. Also ne, wirklich sehr, sehr umfangreich, was man dann da besprochen hat. Taktiken ausgeklügelt, sich da nur fürs Taktiken ausklügeln getroffen. Und dann ne, beim nächsten Mal umgesetzt, was war gut, was war nicht. Also wie gesagt, sehr, 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 sehr viel Zeit. Da reingesteckt, aber wie gesagt, das also A, hätte ich die Zeit, das so heftig zu machen, nicht wieder. Oder derzeit nicht, besser gesagt. Da müsste ich sehr viel umplanen. Aber ja, da musst du natürlich auch die richtigen Leute finden. Irgendwer ist eingepennt. Ich bin schon unterwegs. Wer da Lust zu hat, das so zu machen. Ne? Oh, wer schläft denn hier? Was sie? Ja. Das ist sehr witzig, weil hier stehen keine Leute. Ja, das ist auch immer noch der, wo wir nicht halten müssen. So, na gut. Ja, aber das klingt dann ja schon echt sehr deep, ne? Ey, also, das war's auch. Das war's auch. Erinnert mich tatsächlich auch an etwas. Ich habe nämlich damals. Letztes Jahr? Damals letztes Jahr, nein. Schon ein bisschen weiter, ja. mit World in Conflict. Das ist ein Strategiespiel. Ebenfalls mit einem festen Team, The Last Platoon hieß das damals. Ja. In der ESL sogar gespielt. Ach, krass.
Und da haben wir auch an der Europameisterschaft zum Beispiel teilgenommen. Und da gab es dann natürlich auch wirklich knallhart feste Zeiten, Training und dann auch solche Sachen, Runden anschauen, wie kann man was verbessern. Ein Gast blockiert die Tür. Mach ihn weg! Ich mach ihn weg! Ja, und all solche Sachen dann halt, ne? Also da ging das auch richtig hart dann in eigentlich schon in einer richtig festen Struktur über. Ja, okay, krass. Nächster Halt. Ich hier voll den Promi an meiner Seite, das wusste ich ja gar nicht. Ja, zu der Zeit war das jetzt noch nicht so. Also es war Amateur Series, ESL, World in Conflict, Europa League. Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich das Spiel noch nicht mal kenne. Ich muss, also zumindest vom Namen her, ich müsste es mir vielleicht mal angucken. Ein mega geiles Spiel, ist aber aktuell, also es ist gar nicht mehr wirklich vorhanden. Du kannst es quasi nur noch spielen, indem du Mods verwendest. Okay. Weil es halt absolut gar nicht mehr supported wird. Die ganzen Multiplayer-Server und sowas, alles, die existieren nicht mehr. Es gibt alles nur noch diese kleine Modding-Community, die das Ganze noch so ein bisschen aufrecht hält. Wie krass. Und selbst da gibt es gibt eine Handvoll Leute, die das noch spielen. Ja. Aber ist es schon so, dass du sagst, du vermisst die Zeit? Es ist genauso sonnig, wie es im Radio angekündigt war. Also das auf jeden Fall. Also das wirklich, wirklich sehr. Weil das hat schon mehr oder weniger geprägt, so ein bisschen. Ja, also weil das muss ich auch sagen. Also bei mir war es im Dota 2 und Dead by Daylight. Und ich, die Zeiten vermisse ich auch. Also auch die Spiele, ich würde es auch, wie gesagt, wenn man so die Leute wieder zusammenkriegen könnte oder irgendwelche Leute, nicht genau die, ne? Hätte ich da mit Sicherheit auch wieder Bock drauf. Halt, stopp. Okay, danke schön. Hast du das Zentrum von Sonnstein in der neuen Vorschau für Winter der Leidenschaft erkannt? Irgendwas schon wieder bei Winter der Leidenschaft. Ja, irgendwas wieder mit Winter der Leidenschaft. Nee, stehen bleiben. Also das, wie gesagt, da hätte ich auf jeden Fall Bock mehr drauf. Wir hatten, was? Achso, das hat mich jetzt schon dezent wieder erschreckt. Counter-Strike war auch, was wir dann gelegentlich auch mitgespielt haben, genauso wie Valorant. Aber das war halt, ich sag jetzt mal, das waren zwar die Teams, die es gespielt haben, oder die Leute, mit denen man es zusammengespielt hat, aber das war just for fun, also nicht, wo du gesagt hast, da wird geübt oder so, sondern das war halt einfach nur, wollen wir heute nochmal irgendwie was anderes machen als Dota oder Dead by Daylight? Ach ja, dann lass uns Valorant spielen. So, oh nein, ich hänge. Ja, das war tatsächlich bei uns dann damals auch so. Hänge irgendwo ganz, ganz. Ah, nee, ich stimme, ich wollte sagen, ich muss ja so rückwärts fahren, ich hab's vergessen. Irgendwann hat man halt dann trotzdem mal sich getroffen und mal ein anderes Spiel gespielt. Das war bei uns tatsächlich Battlefield 2. Ah, okay. Ja, Battlefield 2, da ist Zero auch Fan von. Aber das haben wir halt tatsächlich. Also wir haben es quasi 1:1 übernommen, so wie wir es bei World in Conflict gemacht haben. Und wir waren hinterher, wir haben uns halt Winter einen Squad gemacht immer. Und ja, sind da halt eben so ein bisschen durchgerusht und das wurde dann eben auch mit der Zeit ein bisschen langweilig, weil man einfach alles, ne? Danke, dass Sie so pünktlich sind. Es hat halt einfach richtig gut harmoniert in diesem Team. Mhm. Das hat man halt gemerkt. Das konnte man tatsächlich auf jedes Spiel übertragen. Aber ich gehe mal davon aus, dass, also zumindest war es bei uns so, es gab halt auch mal wirklich stressige Situationen, beziehungsweise man hat sich auch mal angefahren, ne? Also ich sage jetzt mal nicht auf den Tod beleidigt, aber ne, dass man wirklich gesagt hat, Alter, was ist los mit dir? Was sollte das? Wo warst du mit dem Kopf? Also wo du dich wirklich mal auch angeflaumt hast, aber es hat, bei uns war es zumindest so, du hast es nie persönlich genommen. Also in Anführungszeichen, du durftest halt auch mal wirklich Rage gehen und jemanden da zu Sau machen, in Anführungszeichen. Weil es halt einfach, jeder wusste, es ist gerade auf die Situation bezogen. Es ist nur hier gerade, weil es so läuft, wie es gerade eben läuft und nicht laufen soll. Definitiv. Also das gab es bei uns auch. Da wurde es halt eben auch das ein oder andere Mal schon mal ein bisschen rauer, aber wie du schon sagtest, das musste dann auch mal sein. Das durfte auch gut so sein. Ja, Und beim nächsten Mal ging es halt eben wieder besser. Genau. Kann mich da halt eben an eine Situation erinnern, wo wir unterwegs quasi zum Finale waren.
Also jetzt spielmäßig unterwegs dahin. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob das Viertelfinale war oder Halbfinale oder sowas. Gab immer Hin- und Rückspiel quasi. Und ja, da haben wir das Hinspiel halt quasi total verbockt. Ich fliege gern. Und da wurde es halt eben auch schon mal ordentlich laut. Aber beim Rückspiel haben wir dann halt eben komplett zerstört. Ne? Und somit konnten wir dann nochmal das dritte Spiel rausholen und haben das ganze Ding halt gedreht. Ja, ja, ja. Ja, wo man teilweise auch sowas geführt, es musste jetzt halt einfach mal rauer werden, so die Stimmung, ne? Damit es dann wieder klappt. Ganz genau. Ja, wie gesagt, war halt echt so, war eine geile Zeit auf jeden Fall. Vermisse ich auch ein bisschen und war aber froh, dass ich dabei sein durfte, definitiv. Ja, ja, ja. Ja, ist bei mir halt, wie gesagt, ich vermisse es auch, aber man erinnert sich halt auch gerne dran, ne, an die Zeit. Weil man sagt, es war einfach cool, es hat Spaß gemacht. Was hat sie? Sie versteckt sich unterm Bett bei Winter der Leidenschaft? Wow, das habe ich gar nicht mitgekriegt jetzt. Ich glaube, unser Bus ist wieder zu klein. Ja. Dabei ist er schon größer als der letzte. Das war auch gut beim letzten Mal, ja. Wo kriegen wir noch Leute reingestopft? Ja. Ja, ja, ich verliere den Überblick. Ich kontrolliere jetzt einfach nochmal alle, okay? Ja, ich fahre. Ich fahre schon wieder. Die Leute reden über die merkwürdigsten Sachen im Bus. Ja, das ist richtig. Das kann ich so hier unterschreiben. Im Real Life muss ich sagen, ich finde im Real Life höre ich, also früher, habe ich glaube ich auch nie wirklich zugehört, wenn Leute im Bus geredet haben, weil ich immer Musik gehört habe. Ja, kann ich verstehen. Ich bin tatsächlich so einer, ich habe meine Umgebung komplett im Blick. Ernsthaft? Ja, ja. Oh Gott, nein, ich null. Das, wie oft wir das haben, Sie und ich, hast du das und das gesehen? Nö. Also ich weiß nicht, das ist so in mir einfach so drin. Nee, da bin ich tatsächlich auch... Was, oh, jetzt wird gerade sein Busig. Warum, was denn? Was haben wir denn gemacht? Wer hat was gemacht? Ich sag gerade, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich weiß aber nicht, was sie meint. Keine Ahnung. $120 vielleicht, die ich abkassiert habe. Ach so. Ja. Das ist gut möglich, dass sie damit nicht gerechnet hat. Naja, so eine Busfahrt kann schon teuer sein, ne? Durchaus, ja. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Warum? Wegen den Haaren, die neben mir sitzen. Ich sehe es halt gerade nicht. Achso, ich muss die Tür aufmachen. Stimmt auch was. War ein bisschen viel Haare. Viel Haare, okay. Wo kommen diese Massen an Haaren her? Habe ich nicht mit gerechnet. Zack, abkassiert. Ja, zack, abkassiert. Achso, ja, natürlich. Sie kriegen auch noch eine Fahrkarte. Null Problemo. Gucken Sie. Da. Ist witzig. Jetzt funktioniert hier alles problemlos. Ja, kannst mal sehen, ne? Hä, hey, aber warum war das denn eben so? Ich hab keine Ahnung. Weiß es nicht. Hardcore-Laggy ist ja interesting. Okay. Spiel hat wahrscheinlich gehört, dass wir gesagt haben, ja, ist schon schade, wenn so Spiele nicht richtig funktionieren. Ja. Und dass sie dann auch gerne mal beendet werden, nicht mehr gespielt werden. Das kann natürlich auch sein. Nein, spielt mich bitte weiter. Bitte, bitte. So war es nicht gemeint, Mann. Ich raff mich doch schon. Ja, genau. Ja, aber du bist dann halt echt so, wa? Du hast so mehr oder weniger Tunnelblick dann, oder was? Bei manchen Sachen ja, auf jeden Fall. Also Ziel und das war's. Ja. Okay. Deswegen also so, wie du und Zero das machen, mit dass ihr euch an eurer Umgebung orientiert. Ja. Hey, wir joggen. Das ist echt sehr interessant. Der ist dir auch nicht aufgefallen, ne? Wer? Ja, der Leitpfosten. Doch, den hatte ich gesehen, aber ich dachte, ich komme rum. Okay. Ich kann das, also ich kann den LKW, ja, genau, das hier fühlt sich an wie ein LKW und sowohl LKW als auch Bus kann ich super schlecht einschätzen von, wie muss ich denn um die Kurve, also so in der Innenansicht, ne? Wie muss ich abbiegen? Es ist für mich echt super schwierig, das einzuschätzen.
Nee, wie gesagt, also bei mir ist das wirklich, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, da doof gesagt, ich orientiere mich auf die Straße, gucke, dass da halt, ne, jetzt Autobahn und so weiter, ne, wie fährt wo, wer, ne, zieht irgendwer irgendwo dumm rein, wo blinkt jemand, wo ist Warnblinkanlage an und also darauf konzentriere ich mich, also sowohl Autobahn als auch natürlich in der City und so weiter. Ja. Und verlasse mich dann einfach nur aufs Navi. Navi sagt mir, wo ich lang muss. Und wie gesagt, ich konzentriere mich einfach nur auf den Straßenverkehr, aber nicht auf dahin, wo ich hin muss oder dass ich mich an irgendetwas davon orientiere. Nur hin, bitte. Okay. Ich hasse Winde der Leidenschaft. Meine Frau zwingt mich immer, es zu schauen. Ah, okay. Ach so. Das ist also der Mann von der Frau, die da gerade gesprochen hat. Ja, ich wollte gerade sagen, und sollen wir Ihnen was verraten? Ihre Frau möchte noch mehr mit Ihnen zusammen gucken. Warum steht die hier? Kann die sich nicht einfach hinsetzen? Was soll das? So, jetzt bin ich wieder hier. Bin noch einmal alle kontrolliert. Ja, aber das ist halt, weiß ich nicht. Also ich würde bei mir zumindest sagen, so dieses, was passiert im Verkehr um mich herum quasi, hier, wo irgendwelche Autos rauskommen oder was der macht oder dies und das und jenes. Da habe ich bei mir halt das Gefühl, dass ich das so nebenbei einfach aufnehme, weißt du? Ich kann das Wochenende kaum erwarten. So, also ich muss mich nicht wirklich drauf konzentrieren, deswegen ist Autofahren für mich tatsächlich auch entspannt. Also ich sage jetzt mal so, ich müsste das wahrscheinlich auch nicht so krass machen, wie ich es mache. Voilà. Ist nicht schlimm, schieb weg. Aber bei mir ist es halt einfach, das ist wie bei so vielen Sachen, ich versuche alles Mögliche immer, ich sag jetzt mal, vorab schon einschätzen zu können, so, ne? Also, wo könnte wie, wo was passieren? Das ist aber nicht nur jetzt im Straßenverkehr und ich glaube, hoppala, deswegen bin ich da dann die ganze Zeit auch auf diese Sachen so bedacht. Ich sag jetzt mal so, ich fahre ja nun mal auch schon inzwischen, ja, fast mein halbes Leben lang, so, fast noch, fahre ich ja schon Auto. Also bei mir dürfte es nicht, also ich sag jetzt mal, wenn ich Strecken fahre, wo ich, die ich kenne, dann da ist es genauso da. Weiß ich ja, wie was, wo denn. Es ist jetzt nicht, dass ich mich absichtlich so krass auf den Straßenverkehr konzentrieren muss, weil es sonst schief geht, ne? Naja, das klar. Ist jetzt auch nicht der Fall bei mir. Aber wie gesagt, ich bin halt jemand, der versucht, alles immer so früh wie möglich ein- und abschätzen zu können. Ja, es ist ja auch tatsächlich nicht verkehrt. Ich bin nicht mehr so schnell wie früher, aber ich gehe immer noch gerne einmal im Monat nach Sonnstein. Wo geht's? Wo? Was? Nach Sonnenstein? Sonnenstein, ja. Ah ja, schön. Ja, so. Stadtteil oder so, ne? Denke ich. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich habe das... Habe ich auch, glaube ich, so gesehen vorhin. Wir fahren zwar hier schon seit Monaten Bus, aber wir wissen immer noch nicht, wo Sonnenstein ist. Ja, true. Oh Gott, ey. Versteh. Kann mir vielleicht bitte nicht in den Nacken atmen? Fahrgast hat einen Wertgegenstand vergessen. Ich gehe ja schon. Ja, Wertgegenstand. Tasche, bitte. Hallo, wer will Tasche? Hier. Haben Sie eine Tasche? Ja, bitte. Nein! Hallo? Ich habe meinen Mitfahrer vergessen. Willst du mich bitte wieder reinlassen? Hey, hast du die Tasche eben wirklich abgegeben? Nein. So. Ich dachte gerade schon, müssen wir immer die Sachen abgeben, die Wertgegenstände, weil ich habe die immer nur eingesammelt, das war's. Wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, dass ich draußen gucken muss, wem die Sachen gehören, dann haben wir nie Wertgegenstände wieder abgegeben. Ist so egal, behalten wir für uns. Das sind doch was wert, die Wertgegenstände. Ja, oder? Ja, true. Lol, da hinten leuchtet was grün. Warst du auf der Mautneralm? Die Besitzer haben gerade ihr erstes Geld bekommen. Oh.
erstes Kind auf der Mountain ein. Ja, das. Wo auch immer das ist. Genau. Wahrscheinlich ist das Winter der Leidenschaft. Ja, ja, ja. Was aus ja, Winter der Leidenschaft das ist, im Zweifel sein, ist es das immer. Stimmt. Guck mal, die 6 ist vor uns. Oh ja. Das ist der andere Bus, den ich bei der Auswahl hatte. Ja, richtig. Genau der ist das. Wie cool. Hi. Hallo, Citaro. Schneller, schneller, ach, Leute, schneller. Stimmt ja, wir müssen ja hier. Ja. Boah. Nehmen lieber das Fahrrad, sitzt aber im Bus. Das ist natürlich auch, ja. Merken aber wir. Sie hat gerade gesagt, vor allem bergab. Hä? Ja, sie nimmt lieber das Fahrrad, vor allem bergab. Okay. Weil geht schnell, weißt du? Muss nicht trampeln, lass rollen, fertig. Ja. Ja. Okay. Ja. Gut. Ja. Ja. Dann soll sie nächstes Mal das Fahrrad mitnehmen und wenn wir dann kurz vor bergab sind, springt sie halt raus. Ja, genau. Das kann man natürlich auch so machen. Das ist richtig. Nee, einen weiter. Ja, ich sehe schon. Ja. Hier ist Straßenbahn. Da. Endstation. Ja, wow. Dann haben wir das aber zeitlich, würde ich sagen, doch noch ganz gut bekommen. Ja, ne? Doch, eigentlich trotz, schon. Unserem kleinen Mini-Cut. Lala. Was? Schöner, wo ist die Wochenkarte abgelaufen? Entschuldigung. Hallo. Ja. Sofort. Kommen Sie sofort zurück. Ich hab tatsächlich noch mal ein paar kontrolliert, aber es hat leider nicht gehalten. 79,84% Effizienz. Wow, wir waren voll gut. Mega! Sehr schön. Richtig nice. Ja, ja, war wieder eine schöne Tour, lieber Yannick. Ja, sehr viel hast Spaß du super gemacht. Gefahren. Jein, ja. Ja, hier ein bisschen, hier die Tür ein bisschen verkratzer und so, ne? Aber das ist nicht der Rede wert, das ist alles super. Es muss so aussehen. Ja, deswegen. Passiert mir ja auch andauernd, also von daher. Ja, aber war wieder sehr coole Gespräche, mal wieder voll was Krasses erfahren. Ja, schon, ne? Ja, schon. Wir haben hier einen Promi unter uns. Und ich sage dir, ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie viele jetzt erstmal am Googlen sind oder schon waren. Ja, Walter Kopfling. Ja, ich habe aber selber schon mal geguckt, aber es gibt leider keine Listen mehr von der ESL damals. Ach, okay, krass. Weil mich hat es tatsächlich vor ein paar Wochen selber nochmal interessiert, ja. Aber leider nichts mehr hinterlegt gewesen. Na gut, ihr Lieben, vielleicht findet ihr ja irgendetwas. Genau, wenn ihr schickt irgendwas es findet. Auf jeden Fall, Yannick. Ja, sehr schön. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Und dann. Oh, tschüss, Bus. Dein Bus wurde von einem NPC übernommen. Weil er oh ja. Da, ja, tschüss. Ja, ja, ja. Ne? Ja, tschüss, ne? Ja, dann ne, sagen doch wir gut, zu auch, bis zum. Zum Bus, tschüss, und dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut, tschüss.